Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich dein Versuchskaninchen, denn heute teste ich mit dir zusammen die Armor Brush. Das ist ein Produkt, was bei das Ding des Jahres vorgestellt wurde, 2017 glaube ich. Und ja, wenn dieses Ding nicht ultra geil ist, dann weiß ich es auch nicht, denn das Ding hatte ein Jahr Lieferzeit tatsächlich. Es wurde immer wieder verschoben. Also ich bin irgendwann echt durchgedreht. Ja, und hat schlappe 150 Euro gekostet. Schnapper, oder? Also von daher, das muss die eierlegende Wollmilchsau sein. Wenn nicht, bin ich sauer. Das ist die 10-Sekunden-Zahnbürste und die möchte ich heute mit dir zusammen austesten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und ich habe mir auch noch ein bisschen Verstärkung geholt, sage ich mal, um das Ergebnis auch wirklich mal verdeutlichen zu können. Und zwar habe ich hier solche, ja, Plaque-Tabletten sind das dann ja wahrscheinlich. Ja, denn ich kenne Leute, die beim Zahnarzt arbeiten und dann kann man sowas da kaufen, das ist sehr praktisch. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas kann man aber auch kaufen, wenn man ganz normal da einfach mal nachfragt. Ja, aber die haben mir das direkt gesagt, als ich denen vor einem Jahr gesagt habe, hey, ich habe mir die Armor Brush gekauft, haben die mir gesagt, ja, sag Bescheid, wenn sie da ist, dann kannst du dir direkt diese Tabletten auch kaufen, weil die haben ja auch irgendwie ein Ablaufdatum. Ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet, denn ich wollte das tatsächlich hier machen und nicht im Badezimmer. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich tatsächlich jetzt erstmal anfange, das Ding auszupacken. So, Verpackung ist sehr hochwertig, ist sehr ansprechend, was ich aber auch für einen Preis von 150 Tacken erwarte. Also, wenn da keine schöne Verpackung kommt, dann ja, ne? Das so in so einem Plastiksäckchen und ich wäre ziemlich sauer gewesen. Naja, verspricht auf jeden Fall hier, also ich habe hier das Starter-Set Basic mir vor einem Jahr gekauft und ja, da hast du halt so ein Mundstück drin, du hast das Vieh drin, wo du quasi die Elektronik drin hast und du hast so eine Ladestation. Normalerweise benutze ich ja von Oral-B diese ganz normalen Zahnbürsten, die man so kennt, diese elektrischen und ja, strahlend saubere Zähne in nur 10 Sekunden wird hier beworben, sage ich mal. Ne? Also dann machen wir dieses Ding, was hier außen drum zu ist, diese Pappe einmal ab. So, dann haben wir hier so einen Karton, wo vorne auch wieder schön das Armor Brush Logo drauf abgebildet ist. Und dann öffnen wir den mal. Tada! Hält so ein bisschen magnetisch fest. Dann hast du hier zwei verschiedene Seiten, die man dann halt auch noch öffnen kann. Das ist halt wie so ein Buch. Einmal hast du hier die Accessoires und Handpiece and Mouthpiece. Also wir gucken uns erstmal die Accessoires an. Es ist schön von der Verpackung, ja. Aber ein Jahr Lieferzeit, ne? Sorry. Ich hatte übrigens hier auch ein Sicherheitswarnungsheftchen mit dabei. Und hier vorne steht drauf, August 2018. Leute, ich habe die im Februar 2019 bekommen. Lag die so lange bei denen rum oder was soll das? Ich habe die auch ein paar Mal angeschrieben. Ich fand es nicht geil, ne? Ja. Hier hast du einmal diese Ladestation und hier unten dann entsprechend die Zahnpasten. Und auf der anderen Seite hast du das Mundstück und halt das Handstück. Als erstes habe ich mir nämlich die Sicherheitswarnung ganz intensiv durchgelesen. Und Leute, wie ihr seht, ich habe mir ein bisschen was markiert, das muss ich euch einfach vorlesen. Es sind schlappe 16 Seiten Sicherheitswarnung und eine Bildanleitung für die Anwendung. Nur mal so nebenbei. So, markiert habe ich mir: Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Okay, das steht hier so ziemlich vorne auf der ersten Seite. Das habe ich mir auch schön in pink markiert. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, ihr habt mich, ich lese mal weiter. Dann habe ich das alles durchgelesen. So, Beschreibung der Armor Brush, Bestimmung 2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Missbrauch. Die Armor Brush dient der Reinigung der Zähne und darf nur von Personen im Alter von mindestens 14 Jahren verwendet werden. Sie ist ausschließlich zur Reinigung menschlicher Zähne bestimmt und darf nicht zum Putzen anderer Gegenstände verwendet werden. Witzig. Danke. Ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt meinem Hund im Mund stecken. Die Armor Brush ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Haben die gedacht, ich pack das dann mehreren anderen Leuten auch noch im Mund und nimm dafür Geld? Das ist ein bisschen creepy. Die Armor Brush ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen. Es sei denn, diese Person wird von einer für deren Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt. Das
heißt, wenn du irgendwie geistig nicht da bist, also dass du entsprechend behindert bist oder dass du wie auch immer eine Krankheit hast, die dich einschränkt, darfst du das Ding nicht benutzen. Weil es kann ja zum Tod führen. Also muss jemand auf dich aufpassen. Etwas weiter steht hier, konsultiere deinen Zahnarzt, bevor du die Armabrush verwendest. Habe ich nicht gemacht. Also, ich habe das der Zahnarzthelferin meines Vertrauens erzählt und die sagte, probier mal aus. Aber ich denke nicht, dass das Ding jetzt meine Zähne wegfletzen wird. Ich hoffe nicht. Und hier steht auch noch, sei immer wachsam und vorsichtig bei allem, was du tust. Sollte man generell sein, ne? Verwende keine elektrischen Geräte, wenn es dir dafür an Konzentration oder Bewusstsein mangelt oder du unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehst. Okay, also wenn ich gegebenenfalls mal einen über den Durst trinke, dann sollte ich dieses Gerät nicht benutzen, offensichtlich. Hört sich alles sehr vertrauenswürdig an, oder? Naja, packen wir das Ding mal aus und gucken uns das mal etwas intensiver an. So, in dem ersten Päckchen haben wir hier die Wireless-Ladestation. Jo, die kabellose Ladestation macht das Aufladen ihrer Armabrush einfach und bequem. Sie ist wasserabweisend und verfügt über eine energiesparende Technologie für müheloses Laden. So muss der Akku nur einmal im Monat aufgeladen werden. Das ist eigentlich ganz cool und ganz praktisch. Ich meine, gut, wenn die Zahnbürste immer nur 10 Sekunden im Einsatz sein soll, ist das natürlich eine coole Sache. Es ist unheimlich viel Verpackung, ja. Das muss man gestehen. Huch, hier unten drunter war jetzt das Kabel. Und hier drin in diesem Plastikvieh ist das hier. Übrigens kommt die Armabrush aus Österreich, ne? Dass ihr das mal wisst. Jo. So sieht die Wireless-Ladestation aus. Ist ja ganz niedlich. Ganz hübsch, ganz dekorativ. Ich denke auch, dass es entsprechend gut zu reinigen sein wird, ne? Also hier in die Ecken kommst du dann wahrscheinlich besser mit einem Q-Tip oder sowas rein, um das Ding zu reinigen. Hat hier so einen ganz normalen Ladeadapter, wie man das halt auch von dem Handy kennt. Aber es war eindeutig davon die Rede, dass man dann auch wirklich nur das Zubehör hier verwenden darf, was da ist. Das heißt, wenn du auf Reisen bist, solltest du nicht nur ein Ladekabel mitnehmen, sondern dann auch nochmal dieses Ladekabel. Wobei, wenn du auf Reisen bist, brauchst du dir eigentlich gar nicht laden. Wie kriege ich denn das jetzt hier rein? Schätzelein. Hallo? Danke. Ließ sich mühelos einführen. Geht so, ne? Ja, okay. Ne? Ich habe es eingesteckt. Vom Material her fühlt sich das ganz gut an. Also das ist Plastik halt ganz normal. Oder halt Kunststoff, ne? Und das ist ein bisschen rauer von der Oberfläche her. Aber ja. Fühlt sich ganz gut an. Wasserabweisendes Material, Kunststoff, ja. Ne? Kein Hexenwerk. So, dann wurde hier auch noch als Accessoire mitgeliefert, so ein Zahnpasta-Set. Da hast du hier jetzt tatsächlich drei verschiedene drin. Das ist jetzt auch ein bisschen interessant, weil diese Zahnpasta-Viecher kannst du dann natürlich nur auf dieser Homepage nachbestellen und die sind nicht unbedingt günstig. Also, ich habe hier drin Extra Fresh, Silky Mild und Pearly White. Genau, du hast hier dann die drei verschiedenen Farben. Das mintfarbene ist dann das frische quasi, also einfach, dass du, riecht man auch, ne, ganz normal frische Zahnpasta. Dann das hier ist dann wahrscheinlich das pinke, ist dann wahrscheinlich sensitive. Ja, das ist dann eigentlich eher was für mich. Ich habe eigentlich immer so sensitive Zahnpasta oder so. Und das hier ist für weißere Zähne, das Weiße halt. Riecht aber alles sehr ähnlich. Also hat jetzt nicht jedes so einen anderen Geruch, wie auch immer. Ich möchte natürlich das Pinke verwenden. Kommen wir jetzt zu dem Herzstück des Ganzen. Wenn jetzt rein theoretisch die ganze Familie sich die Armabrush für schlappe 150 Euro kaufen würde, ich meine, gut, im Prinzip brauchst du immer nur ein neues Mundstück, ne? Du brauchst ja nicht dieses Gerät sich mal. Könntest du in der Theorie hier diese unterschiedlichen Viecher benutzen, um dir deine Armabrush zu branden? Also, ich mache das mal eben. Ich würde mir natürlich, wenn ich das branden müsste, rosa nehmen. Ne, führt kein Weg dran vorbei, das ist nun mal so. Leute, ihr seid hier auf einem Beauty-Kanal, ne? Das sollte man ja nicht vergessen. Ja, genau. So, dann würde ich mir hier dieses rosa Moped nehmen und das hier unten dran setzen. Na. Das funktioniert hier ja total super. Okay, nee, das ist für den Arsch. Das passt hier einfach nicht drauf auf das Ding.
Tschüss, das kommt in den Müll. So, auf jeden Fall hast du hier dieses wunderschöne Mundstück. Das sieht echt interessant aus, oder? Also von beiden Seiten sieht es halt genau gleich aus, weil du beißt ja quasi hier drauf. So, dann hast du hier, ich weiß gar nicht, warum ich es gerade umgedreht habe, das Leben ist schön, unfassbar weiche Lamellen, die relativ lang sind. Ne? Das ist halt auch so aus Gummi, aus medizinischem Silikon, glaube ich, sollte das sein. Hier siehst du dann die Löcher, wo dann gleich die Zahnpasta rauskommen wird. Hier siehst du das Magnetmoped. Das wird nämlich gleich magnetisch auf das Handstück gesteckt. Und ja, es fühlt sich auch ganz gut an. Also, ne, flexibel, das ist dann auch ganz gut. Ich denke, das wird dann auch angenehm im Mund sein. Ja, ich gucke mal, ob das auch gleich wirklich bis hinten hin reicht. Ne? Weil ich habe mich auch immer gefragt, wie reinige ich das denn oben auf den Zähnen drauf? Weil das ist einfach glatt, ne? Ich glaube, das Ganze arbeitet mit Ultraschall, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig. Das ist jetzt ja auch einfach mal schon 1,5 Jahre her, dass diese Show im Fernsehen lief. Naja, hier hast du dann das Handstück. Das sieht schon mal ganz interessant aus, ganz praktisch, lässt sich auch gut in der Hand halten. Also das ist jetzt, ne, eine ganz interessante Kiste. Dann hast du zwei Knöpfe. Das ist hier einmal dann wahrscheinlich, damit die Zahnpasta halt reinkommt. Und hier halt der Power-Button, damit du halt Vibrationen bekommst. Ja, auch das fühlt sich schön an, sieht gut aus. Ich finde es ganz stylisch. Ich mag dieses Mint und Weiß. Genau. So, huch, hast du gesehen? Das geht schon von alleine zusammen. Ich mach's nochmal. Das findet schon direkt den Weg. Das finde ich schon mal sehr positiv, sehr cool und sehr witzig. Und in der Theorie würde das dann ja so laden. So. Auf dieser Station. Und das sieht auch hübsch aus. Das kannst du auch so im Badezimmer stehen haben, finde ich. Also, ich könnte mir das so ins Badezimmer stellen, auch wenn das so ein bisschen aussieht wie ein Gebiss. So, die Ladestation stelle ich mal hier zur Seite. Übrigens, was ich ein bisschen blöd finde, ich habe für das Ding 150 Euro bezahlt. Ich sage es ja immer wieder. Du hast hier oben zum Beispiel noch so ganz bisschen, ne? Aber das ist so Plastik, was absteht. Ja, als wäre das nicht hundertprozentig ganz toll verarbeitet. Das finde ich natürlich ein bisschen blöd. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Also, als erstes muss ich das Ding wieder abmachen. So, ich habe mein Handstück. Das ist Handstück für die Hand. Dann nehme ich meinen Zahnpastapott. Dann muss ich wahrscheinlich hier dieses rote Vieh entfernen, was da drauf ist, ne? Diesen, wo auch ein Pfeil drauf ist. Habe ich jetzt mal hochgemacht, ne? Und das ziehe ich jetzt so ab. Zack. Das ist dann wahrscheinlich wie die Verschlusskappe zu sehen, ne? Dann ist das Ding hier oben jetzt offen. Das riecht gut. Das muss ich wirklich sagen, das riecht gut. So, dann nehme ich den Zahnpastapott und führe den in das Handstück ein. Das heißt, ne, hier sind zwei Löcher, hier ist ein Moped und das Moped muss dann da wohl rein. Und warum das andere Loch da ist, weiß ich nicht. Ob das so ein Worst-Case-Loch ist, ich habe keine Ahnung. So, ich habe die Dinger miteinander verbunden. Dann kann ich das Mundstück damit verbinden und das, ach, ich liebe es jetzt schon. Einfach magnetisch, ne? Da musst du gar nicht hingucken, da kannst du auch, ja, musst du nicht viel nachdenken. Erstmal werde ich das Ding jetzt einmal kurz hier. Ich habe hier so eine Wasserschale. Ich habe hier einiges stehen, ne? Ich habe eine Wasserschale, ich habe eine Spuckschale, weil ich muss ja nachher auch noch ausspucken. Ich habe noch ein Glas mit Wasser, um nachzuspülen. Also ich habe hier alles da. So. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich irgendwie schon, das zu benutzen, aber andererseits habe ich schon ein bisschen Respekt. Man weiß es nicht. Erstmal abspülen, weil es ist ja eh noch fresh und neu und noch nie benutzt und wie auch immer. So, dann gucken wir mal. Also ich soll hier praktisch draufdrücken, damit, also richtig draufdrücken, damit da quasi dann die Zahnpasta reinfließen wird. Ich drück mal drauf. Okay, noch kommt da nichts rein. Hallo? Schon. Ich weiß nicht, mag der meine Fingernägel nicht? Da kommt gerade keine Zahnpasta raus. Das ist doch doof jetzt hier. Ah, jetzt habe ich's. Okay. Ah, das ist jetzt natürlich doof, weil es unten auch rauskommt, ne? Aber ich halte das mal so. Ihr seht jetzt auch schon ein bisschen was. Ich drücke mal drauf. Ne? Da kommt dann die pinke Zahnpasta rein. Normalerweise soll man das ja machen, während man. Upsala, jetzt tropft es auch, das Ding im Mund hat. Aber ich muss mich ja noch ein bisschen vorbereiten. Klar, beim ersten Mal muss der wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. So, jetzt nehme ich mir aber erstmal hier meine großartige Tablette. Okay, ich habe jetzt noch eine genommen, weil mir das einfach zu wenig blau war. So sieht das aus.
ne? Dann, ja. Naja, ist ja Karneval gerade, ne? So, dann nehme ich mir jetzt hier diese Zahnbürste, setze die in meinen Mund rein. Ich habe die jetzt gerade noch ein bisschen nass gemacht, also ein bisschen abgewaschen, weil ich ja gerne dieses Zahnpasta-Gedöns in meinen Mund rein quetschen möchte, ne? Ja, wir machen das mal. Oh, man braucht einen großen Mund dafür. Prost, Leute. Dann wollen wir mal schauen, ob die Zahnbürste auch was geschafft hat. Ja. Ich komme noch mal etwas näher. Ich sehe so gut wie kein Lila mehr. Tatsächlich auch auf den Zähnen. Also als ich die Armablage drin hatte, habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, da passiert doch nichts. Ich habe auch gedacht, naja, da kommt doch irgendwie überhaupt nichts raus und irgendwie funktioniert das alle nicht und keine Ahnung. Aber wenn ich mir das jetzt angucke. Ja, ich glaube, so hinten die Stellen, die sind ein bisschen schwieriger. Ne, an den Backenzähnen. Also das ist aber nach hinten hin. Es ist nach hinten hin gekommen. Also ich bin eigentlich ganz guter Dinge, was das Ding angeht, muss ich gestehen. Ich muss sagen, dass dieses Mundstück, ich habe dem erst nicht getraut. Als ich das im Mund hatte, habe ich mir gedacht, so, okay, also ne, ich merke jetzt nicht unbedingt, dass hier gerade Zahnpasta rauskommt und so. Aber es war angenehm. Und dann hat das ja vibriert und das war erst so, ne, weil der Countdown zählt hier ja quasi drauf. Den sehe ich dann ja nicht unbedingt. Den siehst du vielleicht in dem Badezimmerspiegel, aber den hatte ich dann jetzt nicht hier so direkt gesehen. Und ja, es war gut. Ich habe ein frisches Gefühl im Mund. Und meine Zähne fühlen sich auch glatt an. Auch von innen. Meine Zunge ist immer noch lila. Das finde ich witzig. Ich wollte eigentlich gleich noch ein Video drehen. Ich glaube, das wird ganz witzig. Ja, was ich natürlich jetzt bemängeln muss, ist der Verbrauch. Leute, zieht euch das rein. Das ist natürlich richtig viel, ne? Also wenn ich jetzt theoretisch diese Zahnbürste zweimal am Tag verwende, wird es, glaube ich, ein sehr, sehr teures Ding. Okay. Also ich habe sie jetzt einmal richtig verwendet. Gut, ich habe ein paar Mal mehr drauf gedrückt. Ich werde es vielleicht auch mal versuchen, wenn ich nur einmal drauf drücke. Und ich habe die jetzt einmal auch mit euch getestet. Puh, das ist ein bisschen happig. Ich glaube, drei Stück davon kosten 9,99 €, also 3,33 € pro Moped. Puh, das ist wirklich teuer. Muss man sich überlegen, ob man das dann wirklich machen will. Ja, weil ich denke, dass du dann vielleicht, wenn überhaupt, eine Woche oder so mit einem so einem Pet oder Pott, heißt es ja, glaube ich, ne, hinkommst. Naja, mein Fazit zu diesem Teil ist überraschenderweise doch positiver, als ich dachte. Ich hatte gedacht, dass ich diesem Ding einfach einen fetten Daumen nach unten gebe, weil ich sowieso schon tierisch angepisst war, wie lange dieses Ding Lieferzeit hatte. Kann ich euch das empfehlen? Ja, irgendwie schon, weil es ist eigentlich ganz cool. Und wenn du innerhalb von wirklich nur 10 Sekunden deine Zähne putzen kannst, ist es vielleicht auch eine ganz coole Sache, dass es einen animiert, auch öfter seine Zähne zu putzen. Ob das jetzt langfristig auch gut ist für meine Zahnhälse oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich morgens meine Zähne ganz normal mit meiner Handzahnbürste bzw. mit meiner elektrischen Zahnbürste, die ich habe, von Oral-B putzen werde und abends dann zu dieser.
Armabrush greifen werde. Weil gerade abends hat man, glaube ich, relativ wenig Bock, nochmal Zähne zu putzen oder mal zwischendurch, ne? Nach dem Essen. Das ist auch eine coole Sache, wenn du mal eben kurz Zähne putzen willst für ein frisches Gefühl. Aber ich würde trotzdem, ich persönlich, ne, würde trotzdem dazu raten, und ich werde es auch selber so machen, dass ich einmal am Tag mit meiner Handzahnbürste, mit meiner herkömmlichen Zahnbürste putze und alles andere dann halt mit der Armabrush erledigen werde. Joa. Alles andere würde ich vorher dann doch tatsächlich mit dem Zahnarzt abklären. Das werde ich auch tun. Ja, das wäre jetzt so mein Fazit zu der Armabrush. Wie gesagt, überraschend positiv. Ja, weiß ich nicht. Hast du vielleicht auch die Armabrush oder hast du vor, sie zu testen? Oder hast du, es gibt die ja auch aus China, ne, dass du vielleicht so ein ähnliches Gerät hast, sage ich mal. Schreib mir das doch mal gerne unten in die Kommentare. Würde mich extrem interessieren. Ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du es vielleicht noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!